Und damit ein herzliches Willkommen zum Sneak Peek am Sonntag. Und wie ihr sehen könnt, dazu gibt es diesen Knopf, den wir jetzt drücken können. Und dann gibt es dort oben die Möglichkeit, nimm teil und gewinne Belohnungen. Hier sind Turniere in deiner Nähe. Es ist gerade nur ein Turnier. Wie gesagt, wir sind hier auf einem Developer-Bild und das Reddit Mega-Tournament startet hier. Der Hauptpreis sind 1200 Karten. Hier oben gibt es den leckeren Knopf, da könnt ihr euer eigenes Turnier erstellen und entscheiden, wie das Turnier heißen soll. Wir nennen das jetzt aus Spaß einfach mal Don John's oder Don John Open. So wie die US Open nennen wir das jetzt aber mal die Don John Open. Dann können wir hier in der Beschreibung angeben, ja, ja, bla, bla, brauchen wir jetzt nichts reinschreiben. Passwort festlegen, bei dem Passwort kann man sagen, okay, das Passwort sollte UJJJU sein. UJIOP, wenn auch UIOP festlegen. Passwort kann man jederzeit ändern und dann kann man hier einstellen, wie lange die Dauer des Turniers sein soll. Es geht von einer Stunde über 1, 2, 3, 4, 8, ein Tag, zwei Tage, drei Tage ist das letzte, was man machen kann. Dann kommt man wieder nach vorne auf eine Stunde. Vorbereitungszeit, eine 15 Minuten, 2 Stunden, 15 Minuten oder 2 Stunden ist im Endeffekt dafür da, wenn man sagt, oh, ich streame in 2 Stunden, Turnier ist auf, ihr könnt euch jetzt schon mal dafür anmelden. Oder man sagt, ey, 15 Minuten geht's los, Digga, los, 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 los. Und finde ich persönlich ganz geil. Und dann kostet das Ganze 500 Gems, wenn man das kleinste Turnier startet. Maximal 50 Spieler. Und das Ganze geht bis hoch zu, wenn wir hier mal ein bisschen durchskippen, bis hoch zu 250.000 Gems und dann gibt es 15.000 Karten bis zu 1.000 Spieler und der Hauptpreis sind 15.000 Karten. So sieht die Chester aus. Chests sehen eigentlich alle gleich aus. Sie werden einfach nur ein bisschen dicker nach hinten und kriegen einen goldenen Rand. So, die Frage ist natürlich, was ist in diesen Kisten drin? Das kann ich euch jetzt zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so genau sagen, was ich euch aber auf jeden Fall sagen kann. Wir werden ein Turnier von dieser Größe morgen Montag um 18 Uhr auf twitch.tv/donjonlive starten. Das heißt, ich werde einmal dieses Turnier starten, werde dann Twitch das Passwort rausgeben und dann könnt ihr daran teilnehmen. Bis zu 800 Leute können teilnehmen und der Gewinner kriegt 6000 Karten und das ganze Ding kostet 100.000 Gems. Und 2 Stunden, so lange wird das dauern. Die Vorbereitungszeit wird 15 Minuten betragen. Das heißt, ich gehe online, 15 Minuten später fängt das Ding an, wenn wir genug Leute haben. Und beziehungsweise ich kann es eigentlich auch 2 Stunden vorher aufmachen. Das heißt, ich mache das Ding um 4 Uhr auf. So, das sind eigentlich alle Informationen, die ich euch gerade zu dem Selbsterstellen eines Tournaments geben kann. Wenn ihr das dann einfach, wir können einfach mal kurz eins starten. Möchtest du folgendes Turnier wirklich erstellen, Don John Open abbrechen oder erstellen? Drücken wir auf Erstellen und schon ist das Ding erstellt. Und so sieht das dann aus, wenn ich alleine in meinem Turnier drinne bin. Man kann hier auf Informationen drücken, da könnte man die Beschreibung lesen, den Typ, also es offen oder mit Passwort ist. Und dann kann ich das selber noch bearbeiten, kann sagen, hey, ich will doch noch ein Passwort hinzufügen oder die Beschreibung ändern. Dann springen wir jetzt einfach mal schnell auf mein iPhone und schauen, wie das aussieht, wenn ich hier ein Turnier, was ich gerade auf meinem iPad erstellt habe, sehen. Und dann können wir den Don John Open hier ganz easy joinen. Kostet uns nichts, egal wie hoch das Tournament ist. Das heißt, wie teuer das war, das Tournament zu erstellen. Es kostet euch nichts, daran teilzunehmen. Der rote Balken da oben ist übrigens nur drin, weil, naja, es wird getrackt, wo die Person, die das Turnier gerade erstellt hat, sich befindet und ich wollte ungern meinen Standort teilen. Nun ja, man kann das Turnier auch jederzeit wieder verlassen, aber wie ihr da in lila oder pink vielmehr lesen könnt, dass, wenn ihr das Turnier verlasst, dann geht der gesamte Turnierfortschritt verloren. So, die Vorbereitungszeit ist vorbei und ich kämpfe jetzt einfach mal gegen mich selber, damit ihr seht, wie das funktioniert. Sobald das Turnier angefangen hat, die Vorbereitungszeit vorbei ist, kommt ein Kämpfen-Button, auf den kann man drücken und dann werden alle Leute, die in deiner Range im Turnier sind, das heißt, die nah an dir dran liegen, informiert mit einer Push-Benachrichtigung und wenn die das sehen, können sie auch reingehen und sagen, ey, jemand sucht nach einem Kampf in deinem Turnier und dann klack, können die auch suchen und dann werden sie mit dir gematcht oder mit jemand anderem, der eben sucht. So, durch den Fall skippen wir mal schnell durch, der Kampf ist vorbei, Don John hat gegen Don John gewonnen und dann funktioniert das Ganze so, ihr kriegt Tournament-Trophäen und Gold. Und diese Trophäen könnt ihr sammeln, solange das Turnier stattfindet, das heißt, ihr könnt das Turnier die ganze Zeit suchen, 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 probieren, immer zu gewinnen. Die werden nicht abgezogen oder dazugezählt zu euren normalen Trophäen und wer am Ende die meisten Trophäen hat, wenn das Turnier vorbei ist, landet auf Platz 1 und kriegt dementsprechend viele Karten, je nachdem, wie viele Karten in dem Turnier eben zu gewinnen waren. Kleine weitere Neuerung am Rande neben den Turnierfunktionen. Das TV Royal ist nicht mehr hier unten in der Leiste mit drin, sondern es befindet sich jetzt auf deinem Hauptscreen. Du kannst hier dann einfach auf den kleinen Fernseher drücken und hast dann hier ganz normal alle Arenen, die jetzt leider natürlich nicht verfügbar sind, weil da einfach niemand am Zocken ist, dadurch, dass das... Doch, hier haben wir ein paar.
weil das eben, wie gesagt, ein Developer-Bild von Supercell ist. Deswegen ist hier niemand drauf, außer in Arena 8, dem gefrorenen Gipfel. Weil wir die uns halt alle anschauen wollten, weil das die schöne neue Arena ist. Zu den Erfolgen tritt einem Turnier bei, ist dazugekommen, Turnierveranstalter ist dazugekommen und Turnierbelohnungen ist dazu bekommen. Da kann man das auch mal hier schön einfordern und kriegen hier unsere Belohnungen. Zack, 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 zack. Nehmen wir die alle mit. Also sind quasi drei neue dazugekommen und über die könnt ihr dann eben auch Gems und XP sammeln. Was sich sonst noch verändert hat, ist, man kann jetzt die Kartensammlungen nach Arena oder nach Elixier oder nach Seltenheit sortieren. Das heißt, nach Arena, wie ihr sie freischalten könnt, sieht man schon nach unten hin. Das sind dann die höheren Arenas. Umso höher man kommt, umso bessere kann man nicht unbedingt sagen. Andere Karten kann man freischalten. Nach Elixier finde ich persönlich ziemlich geil. So kann man das einfach sortieren. Sagt hier 1 bis 9. Und das sind die Elixierkosten, die du dafür ausgeben musst. Und dann eben einfach nochmal nach Seltenheit. Das heißt, normale Common Cards bis hoch zu den Legendaries. Außerdem, vorher war es so, dass unterhalb des neuen TV Royals, beziehungsweise da, wo das TV Royal war, waren früher die Trainingscamps. Und die Trainingscamps befinden sich jetzt auf eurer Kampfdeck oder auf eurer Kartenseite. Könnt ihr einfach unten auf die Zielscheibe mit Schwert drücken und dann könnt ihr aussuchen, was für einen Trainingskampf ihr beginnen möchtet oder ob ihr diesen Trainingskampf wirklich beginnen möchtet. Was außerdem neu dazugekommen ist, was ich persönlich ziemlich cool finde, man kann sich jetzt in einem Testspiel selber aussuchen, in welcher Arena man das durchführen möchte und dann eben sagen, derjenige, der das Testspiel startet, hey, ich möchte gerne in der königlichen Arena oder ich möchte gerne im gefrorenen Gipfel diesen Testfall durchführen. Man kann nicht höher auswählen, als man selber ist. Das heißt, wenn man in Arena 8 ist, kann man nur Arena 1 bis 8 auswählen und man kann leider auch nicht die Trainingsstation auswählen. Eine weitere kleine Änderung, die dazukommt, die ich persönlich ein bisschen traurig finde, weil ich sie ganz gerne benutzt habe, ist der Landscape Mode. Also im Endeffekt, wenn ihr hier unter Sound und Musik war früher ein Knopf, wenn ihr da drauf gedrückt habt, konntet ihr einstellen, dass wenn ihr eure Wiederholungen anschaut, dass diese halt eben im Querformat euch angezeigt werden, also in einem Großformat. Ich persönlich mochte das eigentlich immer ganz gerne. Das wurde aus welchem Grund auch immer entfernt. 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 Entfernt, 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 entfernt.